zog in den Wald und weiter konnte ich leider nicht lesen. Und damit herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Diesmal, wie ihr hier sehen könnt, sind wir nicht im idyllischen Tal, heißt es glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht. Sondern wir sind beim, oder wie heißt die Karte? Ort der Trostlosigkeit heißt sie glaube ich. Gespawnt, beziehungsweise ich habe ja eine neue Runde jetzt angefangen. Und auch wie versprochen, wieso kann ich nicht rennen? Ich kann schon wieder nicht rennen. Hä? Da vorne ist jetzt schon ein Reh. Und ich habe diesmal die Schwierigkeit auf schwer gestellt. Also auf Schleicher heißt sie. Ja, und halt eine Map, die relativ neu ist, aber ich krieg schon gerade wieder einen zu viel. Warum? Sind denn jetzt schon wieder die Maus? Letztes Mal hat's geklappt. Da habe ich... Nein, nicht verlassen. Zurück zum Spiel. Da hatte ich nochmal... Ja, super. Da hatte ich nämlich nochmal neu gestartet. Und da hat man nämlich Maus und alles gesehen. Ja, ja, toll. Jetzt sehe ich... Ich raff's echt nicht, warum... Entweder buggt es manchmal oder... Das ist irgendwie so eine Auswahlmöglichkeit, die man nehmen kann. I... don't... know... Ja, es ist kalt, ich weiß. Und... Was haben wir hier Schönes? Sieht... wie von einem Traktor oder LKW aus so einem Hänger aus. So, hier geht's... nicht entlang, oder? Nee, aber wieso kann ich nicht rennen? Also irgendwie... Wieso kann ich denn nicht rennen? Also ich habe ich das Gefühl, manchmal buggt das hier ein bisschen. Das ist ja immer noch... in der Entwicklung des Spiels, soweit ich weiß. Aber das kann ja nicht sein, Mann. Egal. Wir versuchen unser Glück einfach. Weil das ist echt doof, dass ich nicht rennen kann. Warte mal. Da. Oder warte mal, habe ich das... Sorry, dass ich jetzt andauernd hier reingehen muss. Steuerung. Tasten. Tasten, da. Links, Sprinten, Q. Ah, auf Q habe ich es mir gelegt. Okay, da kann das Spiel natürlich nichts dafür. Ich dachte, ich müsste noch Shift oder so drücken. Aber ich habe mir das Ganze aufs Q gelegt. Okay. Boah, ist ja schon eine geile Aussicht. Da hinten ist ein zugefrorener See. Und da hinten ist eine Kirche. Oh, ne. Guck mal, wer da unten ist. Da unten ist ein Wolf. Ein Wolf. Wo geht der lang? Oh, scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße, 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 scheiße. Oh, fuck. Jetzt hab ich mich erschreckt. Das hat wieder echt lange gedauert. Sind wir jetzt schon wieder tot? Wow, wir haben überlebt. Ich fass es nicht. Wir spielen doch diesmal einen Mann. Hey, wieso überleben wir denn das Ganze? Komm her, du Wichser, komm her, du Wichser. Kann ich jetzt aufstehen und dem hinterherrennen? Komm, ich hau da einen rein. Komm her, du Wichser. Hä? Ja? Hä? Kann ich den jetzt boxen oder so? Nee. Ach so. Okay. Du bist noch einmal Angriff durch... Wölfe? Wow. Jetzt habe ich mich gerade hier an meinen... an meinen eigenen Aufbauten hier am Tisch erschreckt. Alter Finne. Aber man, das kann ja noch was werden. So. Jo. Das hat jetzt genau 4 Minuten gedauert. Das versuchen wir direkt nochmal. Schleiche. So, Ort der Trostlosigkeit. Wir nehmen wieder den Mann. Wenn das Ganze jetzt einfach Let's Play. Oh, 2 plus, nein. Start. Dein Flugzeug ist in einem rätselhaften geomagnetischen Sturm in der nordkanadischen Wilderness abgestürzt. Wie lange kannst du überleben? Aber hier... Oh, die Beleuchtung in meinem Zimmer. Ich habe hier gerade komplett alles dunkel gemacht. Und ich schaue hier gerade zu rechts immer auf mein Hochbett. Ja, das ist richtig, richtig gruselig. Oh nein. Oh nein. Und es ist Nacht. Hurra.
Aber wir sind woanders rausgekommen. Das ist sehr interessant. Hä? Okay, jetzt sind wir irgendwo anders gespawnt. Aber nicht da, wo ich eigentlich vermutet hatte. Okay. Jetzt sehe ich natürlich mal sehr wenig. Aber es ist schon cool. Habt ihr das gehört? Irgendwo treibt sich doch schon wieder so ein Wolf rum. Ich glaube, Schleicher ist echt brutal. Also, der Wolf hat uns eben noch nicht mal richtig entdeckt und schon hat er uns angegriffen. Und ich sehe nichts. Da ist die Kanada-Flagge. Das ist ja super. Aber ich sehe nichts. Ich sehe nicht mal. Ich kriege nicht mal angezeigt, was ich da aufnehme. Was ist das? Eine Patronenhülse. Na super. Was will ich denn mit einer Patronenhülse, wenn ich noch nicht mal ein Gewehr habe? Oha, was ist da hinten? Das sieht nach ein paar Häusern oder so aus. Man erkennt nur die Silhouetten. So, Auto. Radio. Ey, ist es so doof, wenn ich nicht sehen kann, was ich anklicke? Ja, wir haben auch rein gar nichts. Ich habe noch nicht mal eine Taschenlampe und ich habe ein bisschen. Oh. Aua. Ach nö, wo denn? Ich habe ja mein Bein, glaube ich, gerade verletzt. Aua! Ja, wo? Ich kann hier nicht weg. Aua! Alter, der hat grüne. Wieso hat der grüne Augen? Das gibt's doch nicht. Wo war der denn jetzt schon wieder? Oh, jetzt kam hier links gerade mein Headset runtergeflogen. Ey, kriegst doch echt einen zu viel. Was hat er da fallen lassen? So ein Schlafsack oder was? Oh Mann, ey. Ja, coole Idee. Wohin, ein Schlafsack. Nimm das, das haben wir fallen lassen. Aber wo kam der Drecksack denn jetzt bitte schön? Alter! Weil, ey, wie willst du denn da wegkommen, wenn die auf einmal dann wieder runtergerannt kommen? Du bist ja super. Hurra, Alter. Jo. Drei Begegnungen mit Wölfe. Ey, das ist. Ich hab. Jo. Alles klar. Story-Modus. Den könnten wir eigentlich auch mal spielen, oder? Ah, nicht in der Alpha. Ach so, der ist gar nicht verfügbar. Aha. Kommt der da noch raus, oder was? Pilger, du gehst einen langen Weg, um stille Apokalypse zu beobachten. So, Reisender. Komm, wir machen mal Reisender. Ich glaube, das ist mir ein bisschen zu heavy. So, Anlauf Nummer 3. Alle guten Dinge sind 3. ich weiß jetzt gar nicht, ob das alles jetzt speichert. So, Start. Dein Flugzeug ist in einem rätselhaften. Ja, rätselhaft. Oh, wie rätselhaft. Total das Rätsel. Schon zum dritten Mal. Es gibt Zeiten, wo das Weiterleben selbst eine Tat von Kühnheit ist. Ey, wir sind schon wieder woanders gespawnt. Das finde ich ja echt ganz cool, dass du immer unterschiedlich spawnst. Habt ihr das gehört? Das sind dreckige Wölfe. Es scheint stürmisch zu sein draußen. I could use this. Ja, I could use this. Das Wasserreinigungstablett, mein Freund. Hey, cool. Zeitung wurde uns auch noch geliefert. Also Postboten leben anscheinend noch. Ey, das ist richtig cool, dass ich einen Mauszeiger nicht sehe. Aber trotz des blinden Tippens, was finde. So. So, warte mal, ich check mal gerade draußen, wo wir gelandet sind. Und draußen muss es echt stürmisch sein, wenn es da drin schon so rum. Ja. Aber wir sind im Leuchtturm. Ah, wie cool. Wir haben ja schon alles geschafft. Bis zum Leuchtturm kam ich nämlich noch nicht. Ey, da ist ein Schiff.
Boah, da müssen wir unbedingt hin. Da sieht zum Beispiel noch nichts aus. Jo, es ist stürmisch, aber die Kanada-Flagge weht natürlich nicht. Spiellogik. Immer diese Logik. So, schnell rein. Daheim ist es auch immer am schönsten. So, da haben wir schon durchsucht. Ey, da ist ein Lichtschalter. Kann ich den Licht? Ich will Licht anmachen. Licht, Licht, Licht. Geht nicht. So. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Und da ist auch nichts. Da haben wir einen Ofen. Ey, das ist ja geil. Das ist richtig cool. Da ist sogar noch Brennholz nebendran. Da können wir was nehmen. Nö, können wir nicht. Da ist... Was ist denn das hier? Ah, das ist ein Schränkchen. Jo, da ist ja sehr viel drin. Aber wir können hier hochgehen. In the Lighthouse. Och, wie gemütlich, da ist ja ein Bett. Ja, ganz ehrlich, da brauche ich ja gar nichts zu suchen hier. Da können wir Sachen reinlagern oder so. Hallo? Genau. Ich will da was aufnehmen. Hallo? Ja, ohne Maus ist es natürlich ein bisschen problematisch. Kann ich die Teekanne aufnehmen? Die kann ich nicht. Das kann ich aufnehmen. Was war das? Hallo? Radio geht natürlich auch nicht. Mütze, noch eine Mütze. Ja, eine Tasse. Ey, kann ich doch bestimmt die Kanne aufnehmen. Nee, das geht nicht, aber da unten liegt was. Ich sehe es genau. Eine Zeitung. So, jetzt kann ich doch bestimmt... Jawoll. Man muss nur wissen, wie. Hey, hier ist lauter Holz, noch ein Schal, oder was das sein soll. Ey, cool, dass hier alles rumliegt. Buch. Keine Ahnung. Cool. Das war doch gerade Öl für die Petroleumlampe. Heißt das so? Ich überlege gerade. Was sind denn das für Geräusche? Ich denke, hier ist niemand. Leer, 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 offen. Ja, aber das konnten wir doch... Ach so, wir haben ja keine kein Brecheisen mehr. Hier ist tote Hose oder was? Hier ist dunkel. Kann ich den Leuchtturm wieder... Kann ich hier weiter? Ah, tatsächlich. Was habe ich jetzt gemacht? Ah, wie cool. Was eine tolle Aussicht. Oh, die ist ja kaputt. Nee, da sind die Scheiben kaputt. Cool, Alkohol. Nee, für die Lampen. Da kann ich nichts mehr. Ja, schon geil hier oben. Ja, Patronenhülse. Kann man immer mal gebrauchen. Da hinten ist eine große Brücke. Ich hoffe, man hört mich jetzt noch. Ich weiß nicht, wie laut das Spiel jetzt ist. Zu dem Schiff will ich auf jeden Fall mal gehen. Da hinten sieht es nach gar nichts aus. Tiere sehe ich auch keine, oder? Da unten backt ein bisschen was. Bockt. Da läuft auch nichts, ne? Oder? Nee, da laufen auch keine Tiere. Cool. Sehr, sehr cool. Ah, komm. Gehen wir mal wieder rein. Es ist cold. It's cold outside. Ich sehe ja nicht, wo es hingeht. Bum, 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 bum. Aber ich würde sagen, wir machen uns trotzdem bei dem Wetter auf den Weg, weil wir nämlich nichts zum Futtern haben. Noch geht's uns gut. Noch sind wir fit. Fit wie ein Turnschuh. Ab, raus da. Ich hoffe, wir finden ein Schiff, was bestimmt... Vielleicht finden wir eine Schatzkiste. Oder Captain Jack Sparrow. Ja, ich weiß nicht, was eine gute Idee ist, jetzt die Schiere runterzustürzen. Was ein schöner Tag, um spazieren zu gehen. Wie weit ist das Schiff jetzt weg? Schau, wo das Eis trägt uns aber. Ich denke schon. Hier hinten ist ein Haus. Da sind Häuser. Und hier sind keine Wölfe. Da oben ist die Kirche. Die kleine Kapelle. Och, wie schön. Der Wasserfall hinten sieht ja echt geil aus. Huch. Lauter, lauter. Hinten ist ein Hirsch. Ein Hirsch. Sieht ja echt cool aus. Das ist nur eine Brücke.
denn da, da hinten laufen wir hin. Wir haben ja da nichts gelassen im Leuchtturm. Zu dem Haus, das sieht sehr vielversprechend aus. Lauf! Lauf! Hallo? Ja, gegen Wind laufen ist anstrengend. Hallo Hirsch! Also der läuft ja so ganz gechillt und wir tun uns schwer. Hoffentlich ist da was Nützliches auf dem Schiff. So, aber sonst sehe ich hier nicht viel da hinten. Was war das? Da hinten? Was ist das da hinten denn? Aber da ist ein Riesenhaus. Und da hinten ist keine Ahnung, was da ist. Cool. Da ist noch ein Harpune vorne dran. Kann man hier was nehmen? Schrott. Ja, ich weiß, dass es kalt ist. Ach, hä? Ach, da kann man reingehen. Ja, ja, nice. Richtig nice. Das ist echt cool. Nee. Bitte nicht über See, die Hälfte. Was kann ich denn hier alles nehmen, was nicht? Hallo? Ey, ich hoffe, hier ist kein Wolf drin. Jetzt kriege ich echt einen zu viel. Ich übersehe eh bestimmt die meisten Sachen. Schrott. Es ist so dunkel. Oh Gott, da hinten ist mir zu dunkel. Nee, da gehe ich nicht hin. Da ist noch eine Kiste. Hallo, ich will eine Kiste. Also, merken wir uns mal. Ach, Zeitung. Weißt du, Zeitung. Weißt du, überall Zeitung. Wer nimmt bitte schön hier unten in so eine Fischkutte Zeitung mit? Auf, ich will wieder raus. Oh Gott, Gott. Da hinten ist noch der Hirsch. Solange da ein Hirsch läuft, können wir wenigstens nicht hier. Ja, ein Hirsch läuft. Richtig gutes Deutsch. Können wir wenigstens nicht angegriffen werden, glaube ich zumindest. Weil wenn der wegblitzt. Jawoll. Jetzt kann ich hier mitnehmen. Kann ich die Harpune mitnehmen? Das wäre schon mal cool. Nee, oder? Ach, schade. Was ist das? Kann ich nichts machen? Man kann ich auch nichts machen. Kann ich auch nichts machen. Kann ich auch nichts machen. Was haben wir hier? Kann ich da rein? Tatsächlich. Da kann ich hier rein. Jawohl, hier ist noch was zu essen. Das muss doch bestimmt abgelaufen sein, solange das Ding hier schon rumsteht. Nein, ich will nichts auseinandernehmen. Ich will hinten das Getränk. Kriege ich das? Jawohl. Hallo? Das hört sich ja schon eklig an, wenn da der Wind gegen dieses Metallding fetzt. Da ist was. Da ist ein Buch. Und hier sehe ich mal wieder nichts. Hier können wir schlafen. Aber hier von der Besatzung sehe ich auch niemanden. Da liegt noch was, glaube ich, im Dunkeln. Man sieht es so ein bisschen, ein Wollmützchen. Jawohl, also 10 Mützen haben wir jetzt, glaube ich, ungefähr. Hier ist ein dunkler Raum. Und ich glaube, da geht's runter. Richtig eklig. Mir läuft's eiskalt rück und dann raus hier. Mir ist das zu dunkel. Ich habe nämlich keinen Plan, ob da unten irgendwas auf uns lauert. Was ist da unten? Da ist noch Fässer. Was ist denn das dahin? Soll es Knochengerippe sein? Was soll denn da gelandet sein? Wir sind hier in Kanada. Sieht aus wie ein Dinosaurier. Da hinten, ganz am Horizont, sehe ich Häuser, aber ob es so weit hinweg geht, habe ich keine Ahnung, weiß ich nicht. Da ist immer noch der Hirsch. So, jetzt gucken wir mal oben auf der Brücke. Ja, auf der Brücke ist noch was, das sehe ich. Kann man hier irgendwie hupen, sonst was? Nee, kann man nicht. Da ist noch was. Jawoll, jawoll. Ordentlich zum Feiermann. Aber mehr ist hier nicht, ne? So. Darüber will ich. Wenn ich mich jetzt hier fallen lasse, bin ich 100%. Ja, ich weiß, dass es kalt ist, bis auch kalt. Hallo, hör. Das sieht nicht aus wie so. Müssen wir uns echt nur gerade anschauen, schon. Das ist ja nicht so weit entfernt. Und das soll das ein Walgerippe sein, bestimmt, oder? Aber ein Wal mit so riesigen Knochen hinten. Obwohl, das kann gut sein. Das ist der Bauch. Huch.
war gerade, glaube ich, ein Fehler. Gut, nichts wie ins Warme. Jetzt laufen wir natürlich gegen den Wind. Ein bisschen ungünstig. Hinten ist eine große Brücke. Ja, es läuft halt gar nicht mehr. Can't feel my hands. Was? Du kannst deine Hände nicht mehr fühlen. Ja, wir sind ja gleich zu Hause. Eben wieder vor dem Haus ist jetzt ein Wolf, ey. Dann gibt's aber echt... Ärger gibt's da. Ich habe übrigens über mein Mikrofon einen... wie sagt man? Einen... Spuckfinger, wie nennt man das? Einen Atemhauchschutz dran gemacht. Und ich glaube, ich muss doch die Lautstärke noch ein bisschen runterdrehen. Ich bin mir nicht sicher. Wir tun einfach mal 38, komm, yes. Weil nachher ist es, ich glaube, das ist echt extrem laut, dieses Rumgepfeife vom Wind. Ach, wir kriegen eine Anzeige. Das Spiel buggt echt mega. Jetzt auf einmal haben wir eine Anzeige wieder da oben. Wir haben einen neuen Ort entdeckt. Was haben wir denn entdeckt? Da können wir gleich gucken. So, checken, dass hier kein Wolf kommt. Weißt du, jetzt, wo es gegen Ende des Let's Plays geht, kommt auf einmal eine Anzeige. Das sieht nach... Das dürfte dann... Nee, war noch nie so kalt hier. Was machst du denn auch bitte schön im Kino? Das dürfte hier diese Walfängerort sein. Ja, tatsächlich. Oh nein. Hibernia Verarbeitungsstation. Ich glaube, da war ich eben. Oh, da bin ich gestorben. Ja, sieht ja sehr einladend aus. Hallo? Hallo? Boah, die Musik verrät nichts Gutes. Aber da sind Hütten. Und da werden wir jetzt reingehen. Puh. Neuer Ort entdeckt. Ein Wohnwagen. Ey, cool, die sind verbunden. Ja, toll. Da kommen wir jetzt nicht durch. Doch, kommen wir. Wer ist da? Hallo. Okay, also hier sind echt einige Sachen, wo wir aufheben können. Aber an dieser Stelle mache ich auch wieder Schluss. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt So Long Dark. Und bis zum nächsten Mal. Danke, euer Flosen. Tschüss.